Das Gedächtnis ist ein Wunderwerk. Es lässt uns aus der Vergangenheit lernen und Wege in die Zukunft finden. Doch es ist kein perfekter Speicher. Für die Wahrheit sind Erinnerungen Treibsand. Es gibt falsche, verdrehte, übertriebene Erinnerungen. Unser Gedächtnis, kann man salopp sagen, ist gar nicht zum Behalten da. Das Gedächtnis ist nicht immer Privatsache. Oft gibt es widersprüchliche Erinnerungen an ein und dasselbe Ereignis. Vor Gericht wird verhandelt, welche Version einer Geschichte wahr ist. Augenzeugen sind ein wichtiges Beweismittel für Gerichte. Fehlerinnerungen in einer solchen Session vor Gericht können natürlich Unschuldige ins Gefängnis stecken. Ich weiß, wie oft es vorkommt, wie normal es ist, dass Menschen Fehler in ihrer Erinnerung haben. Errors in their memory. Das Gedächtnis ist gefragt im Zeugenstand. Und auch ihr Gedächtnis wird im Laufe dieses Films getestet und getäuscht werden. Wie anfällig sind unsere Erinnerungen für Manipulationen? Was bedeutet das für Gerichtsprozesse? Und wie erkennen wir sie? Die falschen Erinnerungen. Am Rande von Los Angeles lebt und arbeitet eine der einflussreichsten Psychologinnen des 20. Jahrhunderts. Niemand weiß mehr über falsche Erinnerungen als Elizabeth Loftus. In vielen Experimenten wies sie nach, dass sich Erinnerungen durch äußere Einflüsse verändern können oder komplett neu entstehen. Als Gutachterin sagte sie bei unzähligen Prozessen aus, O.J. Simpson, Michael Jackson, die Prozesse um Kriegsverbrechen während des Bosnienkrieges. Vergessen kann manchmal auch nützlich sein. Wenn wir nicht in unserer Traurigkeit verweilen und optimistischer und glücklicher leben, weil wir nicht an die Dinge denken, die uns runterziehen, kann Vergessen vorteilhaft sein. Doch manchmal reißt ein alltäglicher Moment aus der Bedeutungslosigkeit aus, wird erst im Nachhinein zu einem Punkt von großem Interesse und darf nicht verloren gehen. Gerade bei Augenzeugen hat die Erinnerung einen mächtigen Feind, die Zeit. Ein grauer Dezembertag 1988 in Schottland. Eine Bombe explodiert im Flugzeug der amerikanischen Fluggesellschaft Pan Am. Die Boeing stürzt über dem schottischen Städtchen Lockerbie ab. Alle 259 Insassen kommen ums Leben. Die meisten von ihnen US-Amerikaner. Herabstürzende Trümmer töten am Boden noch einmal 11 Menschen. Dieser Anschlag wird die Justiz viele Jahre lang beschäftigen, auch Elizabeth Loftus. Der Erste, der mich zu diesem Fall befragte, war ein berühmter Juraprofessor aus Harvard, der meine Meinung zu einigen Augenzeugenberichten hören wollte. Als er mir die Unterlagen gab, schwärzte er die Details. Nur ein einziger Mann wird 13 Jahre nach dem Anschlag verurteilt. Zu einer Aussage vor Gericht kommt es für Elizabeth Loftus damals aber nicht. Erst 2013 veröffentlicht sie einen wissenschaftlichen Artikel, der die Frage aufwirft, haben falsche Erinnerungen einen Unschuldigen hinter Gitter gebracht? An einem Ort wie diesem wurde der Augenzeuge Tony Gauci, ein Ladenbesitzer aus Malta, immer und immer wieder befragt. Hier wurde sein Gedächtnis gemolken, bis es für die Justiz die so wichtigen Ergebnisse lieferte. Die Spur, die zu Gaucis Laden führte, bestand aus Kleidungsstücken. Die Ermittler entdeckten sie an der Unglücksstelle. Sie stammten aus dem Koffer, in dem die Bombe versteckt gewesen war. Der Ladenbesitzer wurde etwa 9 Monate nach dem Attentat befragt. Er machte eine Beschreibung, aber noch keine Identifizierung zu diesem vergleichsweise frühen Zeitpunkt. Gauci bestätigte in dieser ersten Befragung, er habe vor dem Anschlag einen libyschen Mann Kleidungsstücke verkauft. Der Kunde sei nicht wählerisch gewesen, sondern habe jedes von ihm vorgeschlagene Stück gekauft, gab er damals zu Protokoll. Zunächst sagte er, der Verdächtige sei über 6 Fuß groß und etwa 50 Jahre alt gewesen. Er konnte sich nicht an viele Details erinnern. Diese erste unverfälschte Erinnerung passt aber nicht zu dem später Verurteilten. Wie ist das möglich?
Bei den Beobachtungszeugen und Zeuginnen spielt die Frage der Lüge eigentlich eine untergeordnete Rolle, es sei denn, sie sind irgendwie beteiligt. Die geben sich ja Mühe und machen dennoch Fehler. Jedes Mal, dass wir eine Erinnerung erzählen, ändert es sie sich leicht. Und zwar ist das so ein bisschen wie stille Post, aber mit sich selber spielen. Das heißt, man erinnert sich auch vor allem an das letzte Mal, dass man es erzählt hat. Das ist natürlich auch in sich selbst schon eine Erinnerung, das Erzählen. Der Ladenbesitzer wird immer wieder mit Fotos von Tatverdächtigen konfrontiert. Jahre nach der Tat zeigt der Augenzeuge schließlich auf das Foto eines Mannes, der seinem Kunden sehr ähnlich sehe, wenn auch 10 Jahre zu jung. Das Bild Nummer 8 zeigte Al-Megrahi, damals Sicherheitschef der Libyan Airlines. Er sagte, die Nummer 8 sieht ihm ähnlich, nur ähnlich. Man kann das bestenfalls eine zögerliche Identifizierung nennen. Fotos von Al-Megrahi waren zu diesem Zeitpunkt aber auch schon in der Presse zu sehen. Es wird sehr viel darüber in den Medien berichtet. Dann laufen wir alle Gefahr, das Gesehene mit Gehörtem, Gedachtem, Gelesenen zu vermischen, dass dann erhebliche Fehler in unserem Gedächtnis entstehen, die ganz was anderes sind als reines Vergessen. Bei einer späteren Gegenüberstellung erkannte der Augenzeuge nun womöglich die Person von den Fotos wieder. Sein Gedächtnis verknüpfte dieses Gesicht mit der Urerinnerung an den Kunden in seinem Laden. Die Erinnerung hinterlässt keinen Abdruck im Gehirn, den man jederzeit abrufen kann. Tatsächlich ist das Gedächtnis formbar. Es kann verändert werden durch neue Dinge, neue Informationen, die der Zeuge erhält. Das ist der sogenannte Fehlinformationseffekt. Elizabeth Loftus hat diesen Effekt in zahlreichen wissenschaftlichen Studien nachgewiesen. An einem dieser Experimente können Sie jetzt teilnehmen. Sie werden selbst zum Augenzeugen. Schauen Sie aufmerksam zu und folgen Sie den Anweisungen. Sie sehen nacheinander 3 Gesichter. Prägen Sie sich diese Gesichter ein, um sie später identifizieren zu können. Sehr gut. Die Identifizierung dieser Personen üben wir jetzt einmal. Überlegen Sie, ob Sie die Person auf der linken oder rechten Seite gesehen haben. Nur ein Bild ist das Richtige. Links oder rechts? Noch einmal. Links oder rechts? Jetzt sind Sie als Augenzeuge gefragt. Entscheiden Sie jetzt endgültig. Erinnern Sie sich an die Person links oder rechts? Links ist richtig. Mit hoher Wahrscheinlichkeit wussten Sie das. Noch einmal. Erkennen Sie die linke oder die rechte Person? Auch das werden Sie wissen. Die richtige Antwort: rechts. Und wie sieht es bei diesen beiden aus? Links oder rechts? Richtige Antwort: rechts. Doch etwa die Hälfte von Ihnen wird dieses Mal falsch getippt haben. Warum? What happened is, zwischen Gesicht einprägen, üben und erinnern, habe ich das Gedächtnis getäuscht. Ich habe im zweiten Schritt ein richtiges Bild durch ein falsches ersetzt. Ein ähnliches Gesicht, aber doch ganz anders. Trotzdem sollten Sie sich entscheiden. Und viele wählten nun das ähnliche, zuletzt gesehene, aber falsche Gesicht und blieben dann bei diesem falschen Gesicht. Das zeigt, wie anfällig Erinnerungen für später folgende Informationen sind. Sie werden dadurch hochgradig ungenau. Trotzdem wird in Gerichten leider bis heute mit Zeugen manchmal noch so umgegangen, als ob die so ein computerisiertes Gedächtnis haben, als ob die so ein Videotape seien, die Zeugen, das man aus dem Regal nehmen kann und abspielen.
und dann nach einem Vierteljahr noch mal aus dem Regal nehmen kann und dann kommt dasselbe zum Vorschein. Im Jahr 2000 und damit 9 Jahre nach der ersten Identifizierung der Fotos wurde Tony Gauci im Gerichtssaal gefragt, ob er seinen Kunden und damit den vermeintlichen Täter im Gerichtssaal wiedererkenne. Er sagte, ja, das ist der Mann. Als er schließlich den Verdächtigen in einer Gegenüberstellung identifizierte, war er sich seiner Sache deutlich sicherer. Das führte zur Verurteilung von Al-Megrahi. Diese Aussage 12 Jahre nach der vermeintlichen Begegnung in einem Laden auf Malta trug entscheidend zur Verurteilung bei. Al-Megrahi bekam lebenslänglich. 2009 wurde er wegen einer Krebserkrankung begnadigt. 3 Jahre später starb er. Bis zu seinem Tod beteuerte er seine Unschuld. Es war ein furchtbares Verbrechen. 259 Personen starben im Flugzeug. 11 weitere starben am Boden. Aber möglicherweise muss man Al-Megrahi auch auf die Liste der Opfer setzen. Das Dilemma von Elizabeth Loftus' Arbeit ist, dass sie keine Beweise für eine Verurteilung liefert. Ihre Forschung nährt nur den Zweifel an der Wahrheit einer Erinnerung. Immer wieder wurde sie daher als Schutzpatronin der Schuldigen bezeichnet. Sie beschimpften mich auf jede erdenkbare Art. Wenn man an den geliebten Überzeugungen oder sogar dem Weltbild von Menschen rüttelt, werden manche wütend. Sie kämpfen dann mit unfairen Methoden. Sie beschimpfen dich. Das lässt sich wohl nicht vermeiden. Max Steller gilt als einer der profiliertesten Rechtspsychologen Deutschlands. Mit dem Zentrum für Aussagepsychologie Berlin erforscht er Methoden zur Beurteilung des Wahrheitsgehalts von Zeugenaussagen. Max Steller wurde zu unzähligen Missbrauchsprozessen als gerichtlich bestellter Sachverständiger hinzugezogen. Eine Arbeit im Fokus der Öffentlichkeit. 2 Dinge haben mich immer sehr befriedigt. Einmal ist es die Kriminalistik dabei. Das ist wie Kreuzworträtsel. Man will das richtige Ergebnis finden. Das ist einfach intellektuell spannend und anregend. Und das Zweite ist, dass man in diesen schrecklichen Situationen die richtige Weichenstellung mitbewirken kann. Dass man also der richtigen Seite zu ihrem Recht verhilft. In den 1990er Jahren sorgte sein Gutachten bei den Wormser Prozessen um massenhaften Kindesmissbrauch für große Aufregung. Max Steller fand heraus, dass die Erinnerungen der Kinder an die Taten keinen realen Hintergrund hatten. Der Fall endete mit dem Freispruch aller 25 Angeklagten. Das waren sehr schreckliche Verfahren, die waren aber auch sehr lehrreich. Und durch diese Verfahren kam die Thematik Suggestion mindestens bei den Professionellen in den Beratungsstellen und in den Begutachtungen an. Die Anschuldigungen waren durch suggestive Befragungen der Kinder in Beratungsstellen zustande gekommen. Im Laufe der Ermittlungen belasteten die Kinder immer mehr Erwachsene in ihrem Umfeld. Was die wenigsten bei Irrtum mitdenken, ist, dass der Irrtum so weit gehen kann, dass man glaubt, etwas früher erlebt zu haben, was in Wirklichkeit gar nicht der Fall war. In Therapiezimmern wie diesem wurde seit den 1990er Jahren verstärkt nach verschütteten Missbrauchserinnerungen gesucht. Auch bei Erwachsenen. Kindheitstraumata sollten aufgedeckt werden, um die Patienten zu heilen. Die Erklärung für das Wiedererlangen einer Erinnerung ist ja, dass es ein traumatisches Ereignis gegeben hat mit der Philosophie. Ein Trauma wird nicht erinnert, wird nicht vernünftig abgespeichert, sondern nur in Fragmenten, in losen Teilen abgespeichert, behalten und dann eben später durch therapeutische Maßnahmen zu einem kohärenten Ganzen, zu einer Erinnerung zusammengesetzt. Die Arbeit mit Erinnerungen ist ein wichtiger Teil der Traumatherapie. Der Psychotherapeut Ulrich Sachse arbeitet seit Jahrzehnten mit traumatisierten Menschen. Oft geht es dabei um das Ordnen von Erinnerungsbruchstücken. Es gibt ein breites Spektrum von Vorgehensweisen, wo ich den
fragmentierten, gebrochenen Film der Patientin versuche aufzusuchen, möglichst genau zu betrachten, möglichst zu entängstigen dadurch, dass ich diese Dinge gelassen, ruhig, entschleunigt betrachte. Wenn eine Missbrauchserinnerung plötzlich auftaucht, ist nichts mehr wie vorher. Auch für die Beschuldigten. Doch was, wenn es sich um eine Scheinerinnerung handelt, die das Gedächtnis erst selbst aufgebaut hat? Ein Beispiel dafür ist der Fall Doro. Wir haben die Details zu diesem Fall verändert, um alle Beteiligten zu schützen. Familie W. kontaktierte mich, nachdem die Anzeige eingegangen war. Der Vater war wegen Missbrauchs von der Tochter angezeigt worden. Es war von 5, 6 Fällen die Rede, die alle so bis ins 6. Lebensjahr gegangen sind. Der weit zurückliegendste Fall war dann bis im 2. Lebensjahr und zwar auf einem Wickeltisch. Die betroffene Tochter, eine Angestellte im öffentlichen Dienst, litt zuvor unter Burnout und Depression, suchte Hilfe. Hat aber dann die Hilfe bei einer Heilpraktikerin gesucht, weil sie scheinbar den Polizeiarzt nicht in Anspruch nehmen wollte. Diese Therapie ist dann in Gang gewesen und darauf hat sich dann auch die Kommunikation langsam verschlechtert. Heidemarie Kammanns hat mit ihrem Verein False Memory Deutschland e.V. bislang etwa 200 Eltern beraten. Meist Väter, die sich von ihren Kindern zu Unrecht beschuldigt sehen. Die Missbrauchserinnerungen der Kinder kommen fast immer in Therapien zutage. Das Phänomen ist seit etwa 25 Jahren zu beobachten, zuerst in den USA. Die Therapeuten berufen sich nicht selten auf Sigmund Freuds Theorien von unterdrückten Kindheitstraumata. Auf einmal kamen all diese Menschen aus der Psychotherapie mit ihren wiedergewonnenen, frisch ausgegrabenen Erinnerungen an Jahre schrecklichen Missbrauchs. Auch vor den 90er Jahren waren Menschen in Therapie. Aber die Therapeuten hatten andere Vorstellungen davon, was die Ursache des Problems sein könnte. Sexueller Missbrauch war da nicht die naheliegende Erklärung. Früher war es eher die unterkühlte Mutter. Dabei spielt die Wahrhaftigkeit einer Erinnerung in der Therapie oft gar keine Rolle. In einer Therapie habe ich oft sogar das Ziel, etwas erträglich zu machen. Ob das dann stimmt, ist für mich nachrangig. Für die Patientin mag das wichtig sein. Aber es kann auch sein im Laufe der Therapie, dass eine Patientin sagt, weiß nicht, ob es stimmt, aber mit dieser Art von Erinnerung kann ich am besten weiterleben. Das heißt aber im Umkehrschluss auch nicht, dass alle wiederentdeckten Erinnerungen an sexuellen Missbrauch falsch sind. Therapeuten sind überzeugt, dass traumatische Erlebnisse einen großen Einfluss auf die Gedächtnisleistung haben können. Die ganzen Gedächtnisunschärfen, Erinnerungsunfähigkeit sind Resultat der Straftat des Verbrechens. Sie sind eine direkte Verbrechensfolge. Und das wird gegen sie bei Prozessen im Erwachsenenalter zu Felde geführt. Wichtige Aufdeckungsarbeit oder fahrlässige Suggestion? Vor allem vor dem Hintergrund der riesigen Dunkelziffer unentdeckten Missbrauchs wird entlang dieser Frage heftig debattiert. Das Phänomen insgesamt stelle ich nicht in Frage. Nur die Erinnerungen kommen dann in der Regel anders wieder, als wir das in diesen Fällen beschrieben bekommen. Sie kommen eher schnell und vollständig wieder. Ich kenne leider auch Kolleginnen und Kollegen, die sagen, ja, ich bin jetzt mal etwas akzentuiert. Die sagen, ja, wenn ich jemanden zweimal gesehen habe, weiß ich, ob der missbraucht worden ist oder die. Das weiß ich nicht. Alle Symptome können auch anders entstanden sein. Das Verfahren gegen den Vater von Doro wurde eingestellt. Begründung der Ermittler: Ein Teil der konkret beschriebenen Missbrauchserinnerungen stamme aus der sehr frühen Kindheit. Das ist unmöglich, sagt die Hirnforschung. Frühkindliche Amnesie oder infantile Amnesie bedeutet, dass wir von der empirischen Wissenschaft her sagen, man erinnert sich grundsätzlich nicht an die Zeit vor 3, 4 Jahren Lebensalter. Die Betroffene hält ihre Erinnerung weiter für wahr. Die Familie bleibt gespalten.
Die Eltern leiden entsetzlich. Sie werden ja auch immer älter. Und sie lieben ihre Tochter. Sie möchten wieder, dass es wird wie früher. Es war ein fröhliches Mädchen. Es ist nicht mehr, die Fröhlichkeit ist nicht mehr da. Sie leidet ja. Wie schafft es das Gehirn, komplexe und reiche Erinnerungen zu erschaffen? Die Antwort ist eigentlich positiv, mit Assoziation und Fantasie. In der Gedächtnisforschung gibt es einen ganz klassischen Test. Und zwar heißt der DRM. Und das ist nach den Forschern benannt, Dees Roediger McDermott. Und es ist ein Test, in dem es über Wortlisten geht. Machen wir diesen Test doch einmal gleich hier und jetzt. Merken Sie sich möglichst viele der folgenden Wörter, die wir Ihnen vorlesen. Bett, Ruhe, wach, müde, Traum, wachen, Nacht, Decke, dösen, schlummern, schnarchen, kissen. Wir füllen ganz oft Lücken ein in Sachen, die wir tatsächlich erleben, mit Sachen, die wir nicht erlebt haben, weil wir annehmen, sie müssen ja so passiert sein oder das gehört dazu. Wir zeigen Ihnen jetzt eine Liste mit Wörtern und Sie überlegen, welche davon Sie eben gehört haben. Wahrscheinlich erinnern sich die meisten von Ihnen an diese fünf Wörter. Allerdings, wenn Sie auch das Wort Schlaf erinnert haben, hat Ihr Gedächtnis Sie getäuscht. Dieses Wort war nicht Teil der vorgelesenen Wortreihe. Ganz systematisch wählen Probanden die sogenannten Target Words oder die Zielwörter aus, die nie genannt wurden in der Liste, aber wo man annimmt, sie müssen in dieser Liste gewesen sein. Die Macht der Imagination und die Bereitschaft, fremde Informationen zu eigenen Erinnerungen zu machen. Wer könnte anfälliger dafür sein als Kinder? Im Herbst 2000 wurde Max Steller zum Fall Laura hinzugezogen. Die Erinnerungen des damals 6-jährigen Mädchens haben sich nicht während einer Therapie verändert. Sie wurden im heimischen Wohnzimmer manipuliert. Von den eigenen wohlmeinenden Eltern. Für Max Steller steht dieser Fall exemplarisch für das Entstehen von falschen Erinnerungen bei Kindern. Ein schlimmes Fehlurteil des ersten Landgerichts, das auch von dem BGH mit sehr, sehr scharfen Worten gerügt worden ist. Was war im Fall der kleinen Laura passiert? Laura, die eigentlich anders heißt, lebt seit einiger Zeit mit ihren Cousins zusammen, die mit der Mutter vor ihrem alkoholkranken Vater geflohen waren. Als Laura und ihre Cousins beim Doktorspielen beobachtet werden, kommt Lauras Vater ein schlimmer Verdacht. Der hatte den Eindruck, dass dort mehr geschehen sein muss als Doktorspiele. Man hört ja so viel in den Medien über sexuellen Missbrauch und beschloss nun, mit Hilfe der beiden Frauen, der beiden Mütter, alle drei Kinder systematisch zu befragen. Max Steller wird erst spät zu dem Fall hinzugezogen und bekommt Akteneinsicht. Zu meiner großen Überraschung war dort abgeheftet ein sogenanntes Tagebuch. Also die Erwachsenen hatten über ihre Befragung sehr akribisch Protokoll geführt. Der Vater von Laura hatte die beiden Frauen sozusagen als Sekretärinnen benutzt und allabendlich diktiert, was man gefragt und was die geantwortet haben. Die Tagebücher dokumentieren genauestens die Bemühungen der Kinder, den Verdacht der Eltern zu bestätigen. Die Antworten begannen mit dem einen Jungen, der habe auf dem Spielplatz mal einen Mann gesehen, der seinen Penis rausgezogen hat aus der Hose. Der andere ältere Junge erzählte was vom Unterricht in der Schule. Die Befragungen dauern mehrere Monate. Und irgendwann, Stück für Stück, kommen tatsächlich Erinnerungen an Missbrauch zum Vorschein. Im Fokus der im Streit verlassene Vater der beiden Jungs. Das ging dann bis zu sehr drastischen Missbrauchsschilderungen aller drei Kinder auf einmal oder Anleitung eines Kindes zum Missbrauch des anderen Kindes. Diese drei Erwachsenen haben diese Kinder sozusagen um den Verstand geredet. Die haben ihn immer mehr induziert, dass diese Kinder nachher, die wahrscheinlich nicht in dem echten Sinne gelogen haben und auch nicht nur nachgeplappert haben, was ihnen vorgegeben war,
sondern dass sie regelrechte Scheinerinnerungen entwickelt haben, also Vorstellungen, so etwas muss geschehen sein. Laura ist kein Einzelfall. Wie in Deutschland gab es auch in den USA eine Häufung falscher Erinnerungen an Kindesmissbrauch, als die Gesellschaft sich dieses lange verdrängten Problems endlich annahm. Im ganzen Land tauchten plötzlich diese Fälle von Kleinkindern auf, manchmal erst 3 oder 4 Jahre alt, die die wildesten Behauptungen aufstellten und Menschen auf die Anklagebank brachten. Etwa zur gleichen Zeit begann man dann auch in deutschen Beratungsstellen und Therapien verstärkt nach Missbrauchserinnerungen zu suchen. Auch hierzulande verließen einige Kinder diese Sitzungen mit Erinnerungen, die vorher nicht da gewesen waren. Um echte von falschen Erinnerungen zu unterscheiden, setzen Gerichte auf Kriterien, die von der Aussagepsychologie definiert wurden. Es geht ja um die Glaubhaftigkeit, den Realitätsgehalt oder den Erlebnishintergrund einer Aussage, ob die wirklich ein Abbild einer vergangenen Realität ist. Wie detailreich und stimmig ist die Aussage? Wie intelligent sind die Zeugen? Könnten sie eine Geschichte auch erfunden haben? Ist die Aussage Ergebnis einer langen Therapie oder tauchte sie so ähnlich schon einmal vor Jahren auf? War die Befragung der Zeugen neutral und ergebnisoffen? Aus solchen Merkmalen definiert sich die Glaubhaftigkeit der Zeugen vor Gericht. Wenn ich die Zeit vor Worms Mainz nehme, 90 bis 95% Gutachtenergebnis glaubhaft. Und dann kam die unsinnige Aufdeckungsarbeit und die Glaubhaftigkeitsquote ging naturgemäß runter. Aber nicht, weil unsere Methode sich geändert hatte, sondern weil in der Öffentlichkeit dieser Unsinn propagiert wurde und in vielen Beratungsstellen und Kliniken dieser Unsinn gemacht wurde. Der Bundesgerichtshof reagierte 1999 auf die zunehmenden Fälle von falschen Erinnerungen an sexuellen Missbrauch. Die BGH-Richter haben sich vorgenommen, die Methoden zur Prüfung des Missbrauchsverdachts auf den Prüfstand zu stellen und haben eben gesagt, die aussagepsychologische Methodik taugt was, die akzeptieren wir als Beweismittel. Puppenspiel, Kinderzeichnung, Deutungswahn vom Psychotherapeuten hat alles nichts zu tun in der Beweiswürdigung. Therapeuten sehen darin aber auch einen Nachteil für die echten Missbrauchsfälle. Ich bin auch etwas unglücklich, dass hier meiner Überzeugung nach an sexuell missbrauchte, schwer geschlagene Kinder, Jugendliche sehr viel schärfere Maßstäbe angelegt werden, als sonst oft an Zeugenaussagen angelegt werden. Die Gesellschaft hat in der Kindheit nicht geschützt. Die Gesellschaft sagt, ja, tut uns leid, aber juristisch aufarbeiten können wir das mit dem schlechten Gedächtnissystem nun wirklich auch nicht. Da kann ich sehr viele Kolleginnen und Kollegen verstehen, die, sage ich mal ganz umgangssprachlich, so einen Hals haben, dass die Situation nicht besser ist. Max Steller wiederum sieht vor allem das Leid, das durch die Schaffung von falschen Erinnerungen in Therapien und Beratungsstellen entsteht. Die Kinderleben werden zerstört, die Familien werden zerstört und das alles im Namen des Gutmenschentums. Ja, da gehen mir schon mal die Emotionen durch und die Fontanelle puckert. Im Fall Laura glaubt das Gericht den Aussagen der Kinder zunächst. Der Angeklagte soll 5 Jahre ins Gefängnis. Erst im Revisionsverfahren wird die falsche Erinnerung durch Stellers Gutachten erkannt und das Urteil aufgehoben. Max Steller und seine Kollegen bekommen jede Menge Gegenwind, weil ihre Arbeit die Aussagen von Zeugen in Zweifel ziehen kann. Als Täterschützer sieht er sich nicht. Ich habe in meinem Leben, sagen wir mal so rund 100 Jahre Freiheitsstrafe wegen sexuellen Missbrauchs auf dem Puckel, also Freiheitsstrafen, an denen ich meine Gutachten mitgewirkt habe. Also ich fühl mich da unverdächtig. Das sind Vorwürfe aus ideologischen Ecken, die eben nicht wahrhaben wollen, dass sich auch in diesem Bereich Falschaussagen ergeben können, die gar nicht bewusste Falschaussagen sind, sondern auf Gedächtnisveränderungen beruhen, auf Scheinerinnerungen. Die Wahrheit bleibt auf der Strecke,
wenn falsche Erinnerungen ihre Wirkung im Gerichtssaal entfalten. Doch betreffen diese Erinnerungen immer nur die Handlungen von anderen? Die falsche Tätererinnerung wird in London erforscht. Und Julia Shaw ist ein Shootingstar der Gedächtnisforschung. Auf Englisch sagt man zum Beispiel, Research is Mesearch. Also man versucht sich selbst durch seine eigene Forschung zu verstehen. Und meine autobiografische Erinnerung ist halt nicht besonders gut. Und dementsprechend dachte ich, das muss doch auch andere angehen. Und ich wollte mich selbst und andere besser verstehen können. Die in London lebende Deutsch-Kanadierin ist gefragt. Sie lehrt Kriminologie an der South Bank University und berät die britische Polizei und in Deutschland die Bundeswehr. Für eine aktuelle Studie über die Entstehung von falschen Erinnerungen ging sie einen großen Schritt weiter als ihre Kollegen. Sie pflanzte ihren Probanden Erinnerungen an kriminelle Taten ein, die sie selbst begangen haben sollen. Ich habe das in einem Raum gemacht, wo ich immer sehr professionell aussah und wo ich zum Beispiel ein ganzes Bücherregal mit Büchern hatte über Wiedergewinnung von Kindheitserinnerungen, Kindheitsgedächtnis, ganz viele ganz offensichtliche Bücher, wo, wenn man sich umschaut in meinem Labor, sah es auch danach aus, dass ich tatsächlich das mache, was ich beschreibe und was ich sage. Die 60 Probanden glauben, es geht um die Verbesserung von Kindheitserinnerungen. Die akademische Nüchternheit der präparierten Räume entfaltet ihre eigene suggestive Wirkung. Ich habe die Eltern von meinen Probanden angeschrieben und habe nachgefragt nach einem echten emotionalen Ereignis, das passiert ist zwischen 11 und 14 Jahren für meine Probanden, für meine zukünftigen Probanden zu diesem Zeitpunkt. Und ich habe gefragt oder er fragt nach dem Namen von dem besten Freund von meinen Probanden zwischen 11 und 14 Jahren, wo sie damals gewohnt haben. Und diese Details habe ich dann benutzt und eingeflochten in ein falsches Gedächtnis, das ich ihnen dann vorgeschlagen habe, dass sie getan haben. So picture yourself at the age of 14. When you were 14 years old, you initiated a physical fight and the police called your parents. I don't think I've ever been in a fight and the police were involved. Julia Shaw deutet an, dass die Eltern ihr von diesem Ereignis berichtet hätten, dass sich die Studienteilnehmer aber selbst erinnern müssten. Die Situation, die es vor allem nachgemacht hat, ist ein Befragungsprozess. Also Polizisten vor allem benutzen genau solche Befragungsweisen, wenn sie mit Zeugen oder mit Opfern oder mit Angeklagten sprechen. Und wie Augenzeugen wollen sich auch die Studienteilnehmer an die Tat erinnern. Ich nenne es nicht gerne Verdrängung, aber manchmal schiebt man ja schlechte Ereignisse zur Seite. Überlegen Sie doch mal, ob Sie sich daran erinnern können. Dann wäre erstmal eine Pause. Und dann beginnt die Suche nach der verborgenen, scheinbar verloren gegangenen Erinnerung. Fantasie und Gedächtnis arbeiten eng zusammen. Aus Erinnerungsfragmenten und der von Julia Shaw erfundenen Rahmenhandlung wird eine schlüssige Erinnerungsstory konstruiert. Nach dem ersten Interview, nach dem ersten Mal, dass ich mit diesen Probanden zusammengesessen habe, hatten sie meistens ein, zwei, vielleicht keine Details, aber die Idee war eingepflanzt, dass es vielleicht dieses Event gab. Und dann kamen sie halt die zweite Woche ins Labor und dann habe ich diese Vorstellungsübung wieder gemacht und langsam kamen dann mehr Details. Like I can maybe remember getting in like a verbal fight with someone. Maybe I pushed or something. Like we might have had a conversation where I was like, no, I didn't start it, or I feel like she pushed me first. Okay. Sharing memories is. Über Erinnerungen zu sprechen ist soziales Verhalten. Und eine Möglichkeit, das Gedächtnis zu verdrehen, ist der Austausch von Erinnerungen mit unterschiedlichen Zuhörern. Das funktioniert genauso außerhalb des Labors. Julia Shaws Probanden entwickelten ihre Erinnerungen zu Hause weiter. Allein oder im Gespräch mit anderen. Und dann kam sie eine Woche später wieder, das war dann das letzte Interview, und plötzlich verwandelte sich, was passiert sein könnte, hat sich plötzlich anders angefühlt. There's like a kind of like a little fire pit kind of thing.
Okay. And then there's kind of like a little sand hill kind of thing. Mm-hmm. See myself wearing this blue hoodie. Oh, we were definitely drinking. The cops showed up and we were kind of having a, maybe a, like a verbal kind of fight. And then it kind of maybe got to a push. Mm-hmm. I feel like I was thinking, oh, I didn't start it. And everyone else was thinking, was saying. Und plötzlich haben die Probanden davon gesprochen, das ist so passiert. Und deshalb ist das so passiert. Und es gab Gründe, es gab Emotionen, es gab Details. Mehr als 50 Details im Durchschnitt. Riesige Erinnerung war das teilweise. Julia Shaws Erfolgsquote beim Einpflanzen der falschen Tätererinnerung lag bei 70%. Sehr zu ihrer eigenen Überraschung. In einem Nachgespräch half sie den Probanden, ihre falschen Erinnerungen wieder loszuwerden. Wenn es so viele Möglichkeiten gibt, an eine falsche Erinnerung zu kommen, wie können wir dem Gedächtnis vor Gericht überhaupt noch trauen? Ist es möglich, den Unterschied von echten und falschen Erinnerungen zu messen? Der renommierte deutsche Hirnforscher Hans Markowitsch untersucht genau das. Er zeigte seinen Probanden mehrere kurze Filmsequenzen und bat, sich diese einzuprägen. Wir haben dann gleich im Anschluss, nachdem wir die Filme gezeigt hatten, die Probanden in Kernspintomographen gelegt und haben auf dem Monitor vor ihnen verschiedene Bilder gezeigt. Einmal Bilder, die im Film zu sehen waren, als Ausschnittstandbild, und dann andere Bilder, die eben nicht im Film waren. Zu knapp 45% machten die Falschangaben, also sagten, das Bild war im Film, obwohl es nicht drin war, oder sagten, das Bild war nicht im Film, obwohl es doch drin war. Wenn die richtig lagen, dann gab es im Fachausdruck medial präfrontal, also hier vorne innen, eine Aktivierung. Wenn sie falsch lagen, dann gab es hinten im visuellen Assoziationskortex und in einer weiteren Region, die mit Sehen zu tun hat oder mit bildhaftem Vorstellen, eine Aktivierung. Die Messwerte sind noch ungenau, aber das sei eher eine Frage der technischen Entwicklung, glaubt Hans Markowitsch. Zumindest auf die Zukunft hin ausgerichtet, könnte es möglich werden, über Hirnaktivitätsmessungen rauszukriegen, ob jemand sich tatsächlich richtig erinnert oder eher Fehler erinnert. Psychologen haben grundsätzliche Zweifel, ob das möglich ist. Einiges deutet darauf hin, dass sich die neuronalen Signale unterscheiden, wenn jemand die Wahrheit sagt oder wenn er lügt. Das Problem mit falscher Erinnerung ist jedoch, die Menschen glauben daran. Es ist ihre Wahrheit. Hirnscans können nicht verlässlich unterscheiden zwischen einer echten Erinnerung und einer falschen. Da helfen sie nicht weiter. Es wird noch sehr lange so bleiben. Die Erforschung von falschen Erinnerungen geht also weiter. Und es gibt erste Versuche, deren positive Aspekte zu nutzen. Mir kam der Gedanke, ob es möglich wäre, eine angenehme Erinnerung einzupflanzen, zum Beispiel zu einem gesunden Nahrungsmittel. Vielleicht würden die Menschen mehr davon essen wollen. Wir probierten es mit Spargel. Elizabeth Loftus pflanzte Probanden falsche Erinnerungen an eine Vorliebe für Spargel ein. Und tatsächlich hatte dies Folgen. Bei einem von den Wissenschaftlern veranstalteten Essen griffen die manipulierten Teilnehmer der Studie häufiger zum grünen Stangengemüse als die Kontrollgruppe. Wenn wir also die Ernährungsgewohnheiten der Menschen beeinflussen können, vielleicht können wir dann das Problem unserer übergewichtigen Gesellschaft angehen, indem wir falsche Erinnerungen einpflanzen, die dazu führen, dass Menschen Fettmacher meiden und gesundes Essen bevorzugen. Vielleicht bewirkt dann die Gedächtnismanipulation etwas Gutes. Tatsächlich kann das sogar funktionieren, wenn man sich der Manipulation bewusst ist. Eine falsche Erinnerung bei vollem Bewusstsein schaffen. Unser letztes Experiment. So, jetzt rede ich dem Zuschauer was ein. Folgen Sie den Anweisungen von Julia Shaw und essen Sie weniger Erdbeereis. Wenn Sie sich selbst eine falsche Erinnerung einpflanzen wollen, gibt es eine ganz einfache Methode, mit der Sie das machen können. Wenn Sie zum Beispiel auf ein Nahrungsmittel verzichten möchten, müssen Sie sich einfach ein schlechtes Ereignis mit diesem Nahrungsmittel vorstellen. Stellen Sie sich zum Beispiel vor, Sie seien bei einer Eisdiele. Sie bestellen Erdbeereis, sie essen es und ihnen wird schlecht. Ihre Familie macht sich Sorgen. Sie fühlen sich immer schlechter.
Stellen Sie sich vor, multisensorische Details. Was Sie gesehen haben, warum Ihnen so schlecht war, wo Sie saßen, was genau Sie geschmeckt haben. Die Wiederholung von diesem multisensorischen falschen Ereignis müsste eigentlich dazu führen, dass Sie in Zukunft eher auf Eis verzichten. Doch wer will das schon? Außerdem muss die neue falsche Erinnerung gegen die vielen echten Erinnerungen an den Genuss von Eis kämpfen. Dazu sind schon etliche Wiederholungen nötig. Die Möglichkeiten, falsche Erinnerungen zu pflanzen, um gute Dinge zu schaffen, sind noch weitgehend unerforscht. Ein Zukunftsfeld auch für Julia Shaw. Überhaupt sieht sie falsche Erinnerungen nicht als Schwäche. Es ist wahnsinnig wichtig, falsche Erinnerungen zu haben. Sozial ist es ja viel flüssiger, wenn wir miteinander reden können und auch Details von anderen aufnehmen können, mit einbauen können in unsere eigene Erinnerung. Oft sind diese Details ja auch richtig, auch wenn wir sie selber nicht ursprünglich aufgenommen haben. Unsere Erinnerungen sind nicht in Stein gemeißelt. Auch wenn das die Arbeit von Polizei und Gerichten leichter machen würde. Unser Gedächtnis ist weich und formbar, hat Lücken. Und diese Lücken füllen sich manchmal mit Fantasieerlebnissen. Die kleine Laura wurde erst durch die Befragungen der wohlmeinenden Eltern zum Missbrauchsopfer. Und Doro und ihre Familie leiden bis heute. Das Gericht hatte die Klage wegen Verdacht auf Scheinerinnerungen abgewiesen. Die Therapie geht weiter. Ganz gefährlich sind diese Heiler, die durch den 3-Wochen-Kurs so eine Schnellbleiche gemacht haben und sich eben auch irgendwie Therapeut nennen, weil der Titel nur in der engsten Form geschützt ist. Für die Justiz ist das ein Problem. Sie muss zwischen Schuld und Unschuld unterscheiden. Doch auch innerhalb des Rechtssystems entfaltet der Wunsch nach Ermittlungsergebnissen eine ungeheure Suggestionskraft. Die Erinnerung an eine selbst begangene Straftat zu entwickeln, ist nicht nur im Labor möglich. In meiner Forschung geht es direkt um falsche Geständnisse. Mir ist es ganz klar, wie einfach es ist, Menschen dazu zu bringen, dass sie zu Sachen gestehen, die sie nicht gemacht haben. Vor allem, wenn man mit Polizisten redet, wird das manchmal gar nicht eingesehen. Die Erforschung falscher Erinnerungen lässt viele Wissenschaftler zu Advokaten des Zweifels werden. Wie im Fall des Lockerbie-Anschlags sind sie als Gutachter und Berater mit den realen Folgen ihrer Erkenntnisse konfrontiert und erinnern an einen Grundpfeiler unseres Rechtswesens. Es ist besser, 10 Schuldige laufen zu lassen, als einen Unschuldigen zu verurteilen. Genau darum haben wir das Prinzip der Unschuldsvermutung. Der Zweifel am Wahrheitsgehalt von Erinnerungen erschwert die Beweisführung vor Gericht. Aber er macht den Rechtsstaat auch glaubwürdiger, stärkt ihn. Diese Stärke brauchen die Opfer von Verbrechen genauso wie die zu Unrecht Angeklagten. Das Gedächtnis ist formbar. Das haben diejenigen, die unschuldig ins Gefängnis kamen, sehr hart lernen müssen. Sie wissen, dass Erinnerungen, so wie die Freiheit, zerbrechlich sind.